Okay. Also wir fangen erstmal mit einer richtig krassen Story an. In 1995 kam eine dritte Generation Contraceptive oder Antibabypille auf den Markt. In den Medien stand dann groß in den Schlagzeilen, dass es bei dieser Antibabypille eine zweifache Erhöhung von Thrombosis gab. Das heißt, von der vorherigen Pille, zweite Generation zur dritten, zweifache Erhöhung. Und das hat bei vielen Frauen großen Schrecken eingejagt. Genau, es kam zu vielen ungewollten Schwangerschaften, so 130.000, also wirklich extrem viel. Und dabei ist es eigentlich so, dass aus 7.000 Frauen, die erstmal getestet wurden, nur eine Frau Thrombosis bekam und bei der nächsten Generation zwei. Das heißt, viele Frauen, genau, das war sozusagen der relative Wert und viele Frauen wussten es gar nicht und genau. Also ziemlich krass. Und genau darum geht es in unserem Projekt, wie man ein Dataset auf sehr vielen verschiedenen Wegen darstellen kann. Manche irreführend, manche richtig. Manche kann man irgendwie objektiver, besser zeigen als andere. Und genau darum geht es. Wir wollten das irgendwie auf raffinierte Weise machen für Schülern. So eine kleine Awareness-App und genau. Corinna kann weiterklären. Ja. In unserer App geht es darum, man bekommt zwei Statistiken und muss sich für eine entscheiden. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Entscheidungskriterien, denn welche Statistik ist besser? Und um das nochmal genauer zu unterscheiden, kann man unsere kleine Spiel sozusagen mit drei verschiedenen Charakteren spielen. Nämlich einmal mit dem CIO, also einem Firmenchef, einmal als Schüler und einmal als der Firmenboss von einer Konkurrenzfirma. Dabei hat jeder dieser Charaktere natürlich eine unterschiedliche Priorität. Der Schüler will schauen, dass alles möglichst wahrheitsgemäß rüberkommt und will seine Mitschüler etwas vor die Augen legen, was sie nicht verwirrt. Der CIO hat andere Prioritäten. Er will natürlich, dass es seiner Firma möglichst gut geht und möchte die Zahlen so darstellen, dass sein Produkt verkauft wird, egal wie es in echt ist. Und der Konkurrent möchte genau das Gegenteil. Er möchte nämlich den CIO so richtig in die Pfanne hauen und die Daten mal anders darstellen. Und um euch das ein bisschen näher zu zeigen, spielen wir das Ganze jetzt mal aus Sicht des Schülers durch. Kannst du es anwenden? Ich werde das hoffentlich sehr objektiv betrachten. Also man bekommt hier zwei Statistiken, in dem Fall jetzt zum Thema Gewalt. Das sind nämlich die Fälle von polizeilich erfassten Fälle von Gewaltkriminalität. Und wenn man sich jetzt die Statistiken mal so anschaut, dann sieht man ja hier, das steigt vom Jahr 2000 auf 2005 um mehr als das Doppelte. Hier drüben, das gleiche Jahr, 2000 und 2005, steigt es nur um einen ganz kleinen Anteil. Und hier nimmt es auch wieder rasant ab. Und hier nimmt es zwar auch ab, aber noch lange nicht so rasant. Und jetzt das Interessante, es sind haargenau die gleichen Zahlen, die wir da reingeschrieben haben. Und der Unterschied liegt daran, dass die Y-Koordinate hier bei 0 beginnt, also so wie man es halt kennt. Allerdings hier liegt sie bei 180.000. Und dadurch kommt diese unterschiedliche Grafik zustande. Die Aufgabe wäre es jetzt natürlich, das Richtige auszuwählen. Und wie ihr schon wisst, will der Schüler natürlich möglichst objektiv sein, alles der wahrheitsgemäß darstellen. Deswegen würde der Schüler die zweite anwählen. Jetzt haben wir ein neues Thema, nämlich die Erderwärmung. Und hier gibt es auch wieder zwei Grafiken, wo der Schüler entscheiden muss, welche davon besser ist. In der ersten Grafik sind die Erderwärmung dargestellt von 1880 bis 2010. Insgesamt jeweils in 10er-Jahres-Schritten. Und hier seht ihr die X-Achse. Das heißt, alles, was in Rot ist, ist im negativen Bereich und alles, was blau ist, ist im positiven Bereich. Also überall, wo blau ist, hat sich die Erde erwärmt. Überall, wo rot ist, ist sie wieder kälter geworden. Das ist eigentlich eine ganz gute Darstellung. Da kann man jetzt so nichts dran aussetzen. Hier allerdings sieht man auch die Erderwärmung, wieder mit den gleichen Zahlen. Allerdings nur von den Jahren 1980, 1990 und 2010. Und dadurch kann man eben sehen, dass sich die Erde richtig erwärmt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, beide Statistiken sind richtig. Allerdings zeigt die hier natürlich den Verlauf von viel mehr Jahren, ist deswegen objektiver und deswegen hat man auch einen viel besseren Überblick. Als Schüler würde man also lieber die Statistik benutzen als die andere.
So haben wir noch ein paar weitere Statistiken zu verschiedenen Themen vorbereitet. Das gehen wir jetzt nicht alles im Einzelnen durch. Wer will, kann sich das ja danach noch im Internet anschauen, das auch auf GitHub, und das selbst mal ausprobieren. Und für jede Rolle, die man einnehmen kann, haben wir 5 Fragen, also 5-mal die Wahl zwischen 2 Statistiken vorbereitet. Wenn man dann fertig ist, kriegt man hier diese Pie-Chart, um zu schauen, eben, war man gut, hat man die richtigen Statistiken gewählt. In dem Fall war das jetzt ganz gut. Und dann kann man eben, wenn man möchte, noch eine Runde spielen oder auch nicht. Und Erik erklärt jetzt das Technische dahinter. Ja, zur technischen Seite. Das ist eine Web-based Application mit einem Backend aus PHP und MySQL. Im Frontend benutzen wir HTML und JavaScript. Was von dir? Okay, alles klar. Also, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, das jetzt hier zu sehen. Ihr könnt gerne mal selbst spielen, ist auf GitHub, und auch gerne noch weiter dran arbeiten, was verbessern oder sowas. Würde uns freuen. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und noch kurz, wir haben uns auch überlegt, dass man das vielleicht in Classrooms, in Klassenräume, also man lernt natürlich Statistik in Mathe hoffentlich, aber vielleicht wäre sowas auch sehr wichtig, dass man lernt, wie sie irreführend sein können und so. Ja, das wäre noch.